Aloha und willkommen zu einer neuen Folge Timberborn. So, die Nacht steht ja noch. Neuer Tag bricht bald an. Und ja, was haben wir jetzt nächstes vor? Wir wollen jetzt erstmal mehr Wassertanks hinzufügen und weitere Hütten bauen. Was machen wir denn hier rein? Können wir was machen? Dekoration? Ja, warum nicht? Komm, dann machen wir das mal. Haben wir genug? Ja, haben wir. Rein damit. So, so, was machen die? Die machen Anpflanzen. Und die, warte mal, Karotte ernten. So, wir brauchen mehr Wald. Wir brauchen mehr Wald. So, wenn die fertig sind, dann habe ich, glaube ich, zwei weitere Arbeiter. Planken weiß ich nicht, wofür können wir uns hocharbeiten, da noch ein bisschen was machen, aber... ja, das sind alles wertvolle Ressourcen. Aber können wir das schon machen? 70 Wissenschaftspunkte. Können wir machen. Gut, ja, dann bauen wir hier noch ein bisschen was ab. Wie machen wir es denn? Ja, machen wir so und so. Ja, dann schauen wir mal, ob die vielleicht da hinkommen oder so. Planken haben wir. Super. Gut. Okay, wunderbar. Wasser. Brauchen wir mehr Wasser? Ja, eigentlich schon. Mehr Wasser, desto besser. Mehr Futter wäre auch nicht schlecht. Und einen weiteren Damm wäre auch nicht schlecht. Alles wäre nicht schlecht, wir brauchen alles. So, wunderbar. Okay, das steht. Ich würde sagen, wir werden hier, glaube ich, mal eine weitere Wasserpumpe bauen. Soweit das hier steht, oder? Nee, wir machen sofort eine. Achso, drehen, natürlich. Ah, okay, da geht nicht, aber hier würde noch funktionieren. Gut. Ran da. Dann weitere Wassertanks noch. Da geht nicht. Irgendwie nicht. Okay. So auch nicht mehr, aber so, ne? Okay. Ne, dann lassen wir da einen stehen. Weitere Wassertanks. Wo können wir dann machen? Okay, nee. Ich muss dann, wenn dann, so bauen. Gut, dann bereiten wir das mal alles vor. Hier, hier. So, was ist das denn? Sehr schön. Okay. Die Wasserversorgung sieht dann erstmal gut aus. Aber wir haben noch eine Menge vor. Aber wir brauchen richtig viel Wasser. Das Wasser hier auch nicht verschwindet, brauchen wir hier auf jeden Fall einen Damm. Aber wie sieht's hier aus? Alles noch sehr kritisch. Okay, gut. Beschleunigen wir mal.
Okay. Achso, die bauen da weiter. Lol. Okay, gut. Let's go. Beschleunigen hier. Bam, 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 bam. So. Weiteres Häuschen steht. Das ist gut. Na, wieder Nacht hier. Holz. Wie sehen. Ah, endlich. Wachsen wieder nach. Sehr schön. Okay. Okay. Gut. Läuft. Das hier können wir dann später dann wegreißen, weil dann brauchen wir das nicht mehr. Komm schon, Leute. Neuer Tag hier. Bam, Tag 6. Zweiten Zyklus. Wir haben ja mehr als genug Holz, also... Okay, gut. Wir hier ein Haus. Jetzt wird hier noch ein bisschen gebastelt. Für die Ästhetik. 10, 11, 12 und fertig. Was? Also der Zaun, der gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja, bitte hohe Priorität und so. Okay, das können wir dann jetzt auch wegreißen, weil hier jetzt mehr nichts ist. Oh, jetzt haben wir 3 Arbeitslose. Okay, braucht mehr Planken und so? Warte mal, nein. Wir erhöhen erstmal hier was. Damit das auch ein bisschen flotter vorangeht. Jetzt auf einmal haben wir so viel Holz. Also, dann kriege ich ja schon unsere Axt hier. Aber wir brauchen unsere Wasserpumpen und Wassertanks hier. Wir müssen uns vorbereiten, wenn die nächste Katastrophe eintrifft. Ich würde sagen, wir werden noch einen weiteren Lager bauen. Wie machen wir das am besten? Stellen wir das hier ab? Ja, komm. Ich mache hier noch einen hin. Da noch einen hin. Und dann brauchen wir noch vielleicht noch ein paar weitere Hütten. Einmal hier. Und dann können wir eigentlich einnehmen. Gespiegelt, das geht auch. Sehr schön. Gut. Und dann können wir noch ein bisschen Karotten anpflanzen. Oh, ups. Das kann weg. Da kommt eine Straße hin. Was machen wir denn hier? Warte mal. Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Sag nicht, die haben schon Holz eingeballert. Nein, haben die nicht. Sehr schön. Gut, dann können wir das erstmal abreißen. Ach, löschen. So, Speicher. Schieben die einfach nur eine Höhe. So. Straße. Von hier bis dort. Dann machen wir hier noch ein Karottchenfeld. Und dort. Ja, sieht doch schon viel besser aus. So. Und Attacke. Okay.
Arbeiter, weil... Warte mal. Wieder einen entlassen. Ah, wunderbar. Yay, Stufe 7. Aber da ist 6, keine Ahnung warum. Okay, was können wir noch hinzufügen? Eigentlich Ernährung 2, aber eigentlich... Das könnte man machen, das könnte man machen. So, ein Piep hat keine Arbeit, dann würde ich mal sagen, dass der Damenarbeiter war. Der es erntet. Ja, wunderbar. Jetzt kann ich hier meine Straße verwenden. Schön. Okay, da sieht es schon mal gut aus. Da sieht es gut aus. Dafür brauche ich 100. Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir die nächste Base hier. Und machen weitere Häuser mit weitere Wassertanks, ne? Ja. Gut. Aber boah, so viel Arbeit. Gut. Ich denke mal, bevor ich wieder irgendwie so einen Mega-Fehler mache, dass wir hier mal, ja, einen weiteren Damm bauen. So, Geschwindigkeit erhöhen hier. Okay, die bauen die Straßen, das da, wunderbar. Kommt der echt nicht an? Okay. Und hier? Achso. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum da nicht weitergemacht wird. Aber die bauen ja erstmal das hier. Weil unsere Nahrung. Oh, das sieht so saftig alles aus. Das erstmal abgebaut wird. Ich denke mal, dass wir für die nächste Apokalypse vielleicht sehr gut vorbereitet sind. Ja, Holz haben wir richtig genug. Das wächst ja langsam alles nach. Sehr komisch. Aber das geht ja auch genau bis hier. Muss man nicht, glaube ich, verstehen. Okay. Ich würde sagen... Ah, super. Unsere Lager sind fertig. Da sind natürlich nur Karotten rein, weil alles andere wäre auch Blödsinn. Die wollen ja überleben. Wir haben ja. Den Rest haben wir ja gar nicht. So, keine Bücher, keine Brote, Karotten haben wir ja immer. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg und weg und weg. So, sehr schön. Ich würde sagen, ihr könntet euch auch ernten, wenn nichts zu tun ist. Ja, Nahrung sieht gut aus, Wasser sieht ja auch okay aus. Ach, die könnt doch bauen. Das lag wohl an der...
der Priorität. Okay. Ah, also hier könnte ich auch noch weitermachen. Die könnte ich auch weglassen. Dann haben wir drei weitere Beavers. Okay. Hier kann ich noch eine hinzufügen. Und danach sollten die langsam mal auch den Damm dort bauen. Versorgung. Warte mal, Wissenschaft mir 100. Was wollen wir denn überhaupt freischalten? Hab ich schon wieder vergessen. Was war das dann, ne? Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, brauchen wir den überhaupt? So, ah, stimmt ja. Nee. Aber wir konnten ja hier, wenn wir da bauen können, ist das geil. So, hier auch noch. Please, Priorität und so. Okay, gut. Wow, die bauen sogar. Die bauen gleich ab. Nice. Okay, gut. Ernährung sieht gut aus, Wasser sieht gut aus. Ich würde sagen, mehr Wasser, mehr Wasser. Machen wir einen hier hin. Hier machen wir einen hin. Nimmt er das auch noch an? Da ist soweit. Okay, hier noch einen hin. Da noch einen hin. Dort. So, einmal, zweimal. Was? Okay. Der hat aber keine Warnung gezeigt, dass das nicht gehen soll. Aber da steht ja auch nichts. Also würde das funktionieren. So, unser weiterer Damm wird auch noch gebaut. Sehr schön. Da wird weiter fleißig abgebaut. Da haben wir auch noch ein bisschen Kiefer. Flanken brauchen wir noch nicht aktuell, oder doch? Warte mal. Bringt uns noch nichts. Lager wird auch noch dorthin. Das ist einfach nur so dorthin. Ich glaube, das mit dem Lager muss man auch alles, glaube ich, so einstellen, was da rein soll, wenn man hier ist. Okay. Cool. Ey, so viel Food. Das ist ja nicht mehr normal. Der hat schon Maximum gleich. Der noch nicht, der auch noch nicht. So, ich würde mal sagen, ihr solltet mal wieder weiterhin anpflanzen. Okay, gut.
Ja, ich kann nicht klagen, das sieht gut aus. Soweit die dann ausgewachsen sind, ja, wir haben 19 von 30 jetzt und soweit die ausgewachsen sind, machen wir hier ein bisschen weiter. Damit wir ein bisschen Planken bauen können. Oder ich nehme einfach zwei Leute hier raus, aber aktuell brauchen wir noch hier. Okay, komm. Nächster Tag ruft. Ja, ich glaube, die Priorität sollte man. Wow. Müssen wir hier liegen. Komm. Auf jeden Fall. Maximale Priorität. Okay. Okay, okay. Können wir hier jetzt was machen? Weil da jetzt was fehlt und so. Oder wir lassen das einfach. Moment, wir schauen mal. Wohin kann er eigentlich? Bis dahin und wow, hier auch noch. Nee, 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 das brauchen wir alles nicht. So, der Damm, der muss stehen. So wie wir das sehen hier, 38 Holzschreiten noch. Wird das Lockdown noch funktionieren? Und ich hoffe, dass hier noch die restlichen Tanks noch aufgebaut werden. Dann sieht das schon mal ganz gut aus. Sehr schön. Let's go. Next day. Okay, Priorität bleibt noch. Fertig, sehr schön. Nächster Damm steht. Wow. So, dann haben wir hier, hier und hier. Das heißt, dann haben wir hier und dort Wasser. Und hier ein bisschen Wasser. Und wenn der hier austrocknet, das wäre mir, glaube ich, erstmal egal. Weil wichtig ist, dass die ganzen Bips überleben. Okay, ja, super. Jetzt fangen sie hier an. Wunderbar. Aber können wir noch irgendwas machen? 200 Wissenschaftsmodelle. Nee, das schaffen wir nicht. Ein Biber ohne Arbeit. Ja. Das machen wir mal gleich. Komm schon, nächsten Tag. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser. Ein bisschen. Weil das, bis jetzt sieht das ja ganz gut aus. 68. 200, 200. Ja. Es sieht okay aus. Papier aus einem Holzschreit. Ein Buch aus Papier.
das machen? Die Money verfügen, okay. Just for fun könnte man auch das hier bauen, aber ehrlich, wir haben das nicht so wirklich so gebaut, dass es überhaupt irgendwie geht. Das wäre jetzt Ember, wenn wir das bauen könnten. Also, ich weiß nicht, vielleicht könnten wir das ja. Da müsste ich ja noch mehr Pfadfinder-Unterkünfte bauen. Soll ich? Das Problem ist, wir haben ja nicht so viel Holz. Ja, aktuell wächst das ja. Komm, wir haben ja eh nichts anderes. Wir machen da eins und da eins. Okay, da wird noch ein bisschen abgebaut. Hier haben wir auch noch mehr genug. Okay, let's go. Warte mal. Nee. Was mache ich denn da? Priorität. Was? Das kann nicht mehr gebaut werden. Also es wird doch gebaut. Manchmal checke ich das eigentlich nicht. So, die Priorität noch nicht. Erstmal das hier. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Okay, dann haben wir das. Erfüllt alles schön nach. Das gefällt mir. Zwei Biber ohne Arbeit. Ja, kommt ja noch. Das muss noch fertiggestellt werden. Da. Okay, jetzt gehen sie alle schön schlafen. So, ja, wir hatten da das ja noch freigeschaltet. Stimmt ja, da war ja noch was. Oh. Okay, Trockenzeit beginnt schon wieder. Jetzt wird es schon wieder ernst. Komm, baut. Sehr schön, fertig. Das ist fertig. Sehr schön. Okay. Zwei Biber ohne Arbeit, wir haben das. Okay, jetzt bauen sie das. Ja, wunderbar. Ach, brauchen wir das noch nicht? Das lassen wir einfach komplett aus. Also ich denke mal nicht, dass... Und wupp. Super, jetzt arbeiten alle Bips. So, wenn weitere geboren werden, was machen wir denn? Wasser sieht ja auch erstmal ganz gut aus. Können wir was machen? Während der Trockenzeit. Das wäre, ich glaube, zu brutal. Okay.
dann würde ich es mal sagen, wir beenden mal diese Folge und sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.